Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Videotagebuch von der Baustelle von der Wohnanlage Zen Garden in Paraguay. So, wie ihr seht, hier ist die fertige Mauer. Geht ein Stück mit, damit ihr mal mitkriegt, wie groß sie ist. So, halt mitkommen bitte, schaut mal. Sie ist 2,60 Meter hoch. Da oben, das die Bordüre, nennt man hier Moldura. Und sie geht hier in Stufen, weil unser Grundstück einfach ein bisschen abschüssig ist. Ja? Aber es ist immer vom Boden bis nach oben sind es 2,60 Meter. So, schaut, hier haben wir die nächste Bordüre. Immer hier an den Übergängen findet ihr eine Säule zur Verstärkung. Das habt ihr vielleicht in den Bildern gesehen, als die Mauer entstanden ist. Und hier haben wir die letzte Stufe. Also 1, 2, 3. 3 Stufen haben wir, um die Höhe auszugleichen. Jede Stufe hat ungefähr 40 cm, dann wisst ihr ungefähr, wie abschüssig unser Gelände ist. Also viel Spaß noch mit den weiteren Bildern von den Fortschritten dieser Woche. In dieser Woche geht es weiter mit dem zweiten Abschnitt unserer Mauer. Das ist der, der quer zu der eben gezeigten steht. Hier seht ihr einfach schon, wie weit sie gekommen ist. Wir gehen aber gleich nochmal Schritt für Schritt zurück, wie sie überhaupt hochgezogen wurde. Hier wurde an der Mauer, die ich euch eben erläutert habe, wurde noch am Ende der Pfeiler gemacht, bevor sie dann später gestrichen wurde. So, hier seht ihr, wir haben 3 Maurer und hier ist es üblich, dass jeder Maurer einen Zuarbeiter hat, der ihm die Ziegelsteine trägt und ihm den Zement bringt. Und so ist es auch hier, hier habt ihr auch ein Zweierteam. Das ist das, was sowohl beim Bau von unserem Haus ich beobachtet habe, also auch hier. So, hier wird die Mauer als weiter und weiter hochgezogen. Ihr seht die Holzbretter, da hinten werden die Säulen gegossen. Da ist ja schon Stahl drin und dann wird mit Zement aufgeschüttet, mit so einer Zement-Kies-Mischung. Und unseren schönen Betonmischer seht ihr da auch. So, hier sind wir bei der Wurzel von dem Baum, der vom Nachbargrundstück zu uns reinkommt. Wir haben also die Mauer um die Wurzeln herumgezogen. Wir haben die Wurzeln nicht beschädigt und nicht geschnitten. Und hier wollte ich euch nochmal erklären, diese schwarze Farbe, die heißt Negrolin, die nimmt man als Feuchtigkeitsstopper, damit aus der Erde keine Feuchtigkeit nach oben dringt. Das ist insofern auch wichtig, weil wir von unserem Brunnen wissen, dass schon bei 9 Meter Tiefe Wasser ist. Das heißt, die Erde ist insgesamt, bis auf jetzt die vielleicht die 50 cm oben, ist die Erde aber insgesamt eher feucht bei uns. So, aber das wird übrigens grundsätzlich gemacht. Hier seht ihr, die Mauer ist nahezu schon fertig. Oben fehlen 2, 3 Reihen und dann diese Abschlusskante. Und hier seht ihr, die Abschlusskante ist da schon erfolgt und es fehlt eben noch der obere Teil unserer Stützsäulen. So, hier seht ihr übrigens die Wurzel von dem Baum von der anderen Seite. Also wie gesagt, nichts geschnitten, drumherum geziegelt. Der Baum ist so alt, hier seht ihr es nochmal unten am Rand von der Sicht, der Baum ist so alt, dass man davon ausgeht, dass diese Wurzeln sich im Prinzip nicht mehr bewegen werden. Die werden weder noch wachsen noch sonst was. Der Baum hat bestimmt über 100 Jahre, so breit wie er ist. Und von daher konnten wir das getrost machen. So, jetzt ist die Wand, die wir vorhin besprochen haben, noch nicht gestrichen. Der Maler kam am Ende der Woche. So, hier nochmal die gesamte Mauer mit einigen Holzverschlägen, wo die Säulen gegossen wurden. Und direkt davor seht ihr auch schon noch meine Beete. So, hier hinten seht ihr, sie wird angefangen zu verputzen. Zuerst wird grob verputzt, das seht ihr hier schön. Da wird also grob erstmal so eine relativ flüssige Mischung von Verputz drauf, mehr oder minder mit der Kelle so draufgeschmissen. Das wird trocken gelassen. Und als nächstes kommt dann eine etwas grobere Schicht, die also, wo der Zement fester ist. Dieser Putz wird drauf geschmissen von der Kelle. Ich kann es gar nicht anders definieren. Vielleicht filmen wir das mal für euch. Und erst danach kommt der glatte Feinputz. Hier habt ihr alle 3. Das heißt, ganz links habt ihr noch dieses helle. Danach, wo die 2 Herren arbeiten, seht ihr das. Das ist so grobes Wabenmuster.
Und am Ende war eben schon das Feinverputzte. Hier ist der Maler aktiv, man sieht ihn hinten in der Ecke und streicht schön unsere Mauer schon mal in Weinrot. Das ist eine extra Farbe, die eben außen beständig ist, die man nimmt. Die gibt es hier eben in Rot, in Weiß, in Grau. Und wir haben uns für das Weinrot entschieden, weil wir das einfach sehr schön finden und es auch gut mit dem Grün der Natur harmoniert. Bis nächste Woche wieder mit dem nächsten Teil unseres Bautagebuches. Bis bald, wünscht euch das Zen Garden Paraguay Team. Bleibt gesund und wir sehen uns.